Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen hier im technischen Labor an der Hochschule Esslingen am Standort Flandernstraße. Mein Name ist Matthias Schuller, ich bin hier Professor für digitale Produktion und der Laborleiter. Und bei mir ist der Benjamin Schäufele, unser Laboringenieur. Ja, wir haben hier heute was ganz Spannendes vor. Wir haben hier ganz neu fürs Labor angeschafft einen Universal Robot UR5E. Das ist ein Roboter, der zur Mensch-Roboter-Kooperation geeignet ist. Den wollen wir hier einsetzen im Labor für Lehrveranstaltungen im Bereich Produktionstechnik, für die Vorlesung digitale Produktion und auch fürs Labor digitale Produktion, wo die Studierenden erlernen können, wie werden solche Roboter eingesetzt, wie können die mit dem Menschen effizient zusammenarbeiten, worauf muss man achten, was sind die Chancen, die Risiken von der Technologie. Wo lohnt es sich, sowas einzusetzen? Wo ist es effektiv? Und ja, wir werden nachher, denke ich, noch kurz sehen, wie das System funktioniert. Es ist relativ einfach zu programmieren, kann man leicht lernen und mit so einem Baukastensystem sich Programme zusammenbauen, sodass man auch keine sehr tiefgreifenden Programmierkenntnisse braucht, sondern das sehr schnell erlernen kann. Und ja, hier im Labor können die Studierenden ihren eigenen Anwendungsfall entwickeln, den umsetzen, programmieren. Das Tolle bei dem System ist, es gibt auch die Roboter-Software, die jeder auf seinem PC installieren kann. Man kann den Roboter am eigenen Computer programmieren und die Programme einfach mit dem USB-Stick übertragen und ja, Tests machen, sodass ja, die Programme auch vorher getestet sind und man davon ausgehen kann, dass es wahrscheinlich keinen Crash gibt. So, wir sind schon sehr gespannt und wollen jetzt dieses System hier mit euch zusammen auspacken. Schreibt mir zur Tat. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.